I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel so scared. Welcome back. It's Show Day. It's Show Day 2.0. Ich bin hier hinten schon richtig eingemummelt backstage. Guckt euch mal an, wie toll das aussieht. Wir haben hier auch wirklich alles vorbereitet. Die haben uns Gummibänder hingelegt, Wasserflaschen hingelegt. Wobei wer so viel trinkt, weiß ich auch nicht. Aber man weiß ja nie. Hanteln liegen hier auch. Richtig schön organisiert. Bin extrem motiviert. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so viel entspannter sein kann als in Warschau. Nur weil Warschau jetzt nicht so gut lief, heißt das nicht, dass ich angespannt war. Aber ich habe keine innerliche Anspannung. Ich bin einfach nur tiefenentspannt. Und im Vergleich dazu, vielleicht war es doch ein bisschen Aufregung. Ich war da vielleicht nicht ganz so reflektiert wie jetzt. Aber es kann losgehen. In einer Stunde, glaube ich, ist es soweit. I really wish Alden got his color and his presentation, but like it's just his color and his glaze is just not there, and he looks so dry. It's crazy how much of a difference that makes. Like, well, if you look at like Abdullah Al Sarifi, the gentleman who was just in the middle, number 39, his color and oil is perfect, and he stands out simply for that reason. Doing like numerical call-outs. So, den Wettkampfort mal kurz verlassen. Es gibt jetzt was essen. Dazu kommen wir aber gleich. Eine kurze, reflektierte, ehrliche Meinung von mir. An erster Stelle bin ich ein bisschen enttäuscht und auch ein bisschen genervt davon, dass die Farbe wieder nicht gestimmt hat. Das wird ein Kritikthema sein, ich höre es schon, aber gestern Abend waren wir dort und haben gesagt, ich brauche wahrscheinlich mehr als 3 Schichten. Das ist quasi so bei denen gängig und die Dame bei dem Tanning meinte, nein, keiner braucht mehr als 3. Ich sage, glaubt mir, ich schon, nein, keiner braucht mehr als 3. Da war ich entweder nicht hartnäckig genug, aber was soll ich machen? Ich meine, Tanning ist Tanning, das ist halt ein Service. Und heute war es einfach viel zu hell. Ihr habt das Bild auf Instagram vielleicht gesehen. Da war es nicht zu hell, da war es dunkel, aber die Haut schluckt bei mir halt einfach die Farbe weg. Ich habe auch nochmal mit dem Protan-Veranstalter gesprochen, dank Matze. Der hat da nochmal was connected und gesagt, ey, das war zu hell. Die Schichten haben nicht gereicht und ich kann jetzt gleich direkt nochmal nach dem Essen, vor der Show, 1 bis 2 Schichten draufpacken. Die brauche ich auch. Dadurch geht so viel Form verloren, das ist echt schade. Ansonsten war die Form heute Morgen knallhart. Gestern Abend war sie super. Ich bin echt zufrieden gewesen. Auf der Bühne ist wieder zugelaufen. Ich habe keinen Plan. Ja, also wir haben nicht gespielt, wir haben nicht irgendwas gemacht. Ich war nicht aufgeregt, ich fokussiert, hatte auch guten Blickkontakt mit den Judges. War sehr selbstbewusst, sehr zuversichtlich. Was auch gut so war. Ja, ich wusste auch nicht, dass die Farbe schlecht war. Ich war wirklich sehr optimistisch. Aber alles in allem, ich weiß, okay, gut, Aldin, du musst härter kommen, du musst trockener kommen, aber die Umstände sind nervig. Wir haben aber noch ein Finale vor uns. Noch einmal Finale. Jetzt geht's was essen, nochmal schön aufladen, Salz aufladen, bisschen trinken. In ungefähr 5-6 Stunden ist es dann soweit. Und dann kriegen wir die Form 30% hoffentlich verbessert. Schauen wir mal. Das ist jetzt keine Belohnung, das ist Teil des Plans. Durch das Salz, durch einen halben Liter Getränk wollen wir die Speicher wieder auffüllen und dafür sorgen, dass es im Finale anders aussieht. In einer Stunde, zwei gibt es dann ein paar Formbilder zum Abchecken, zum Abgleichen. Optimistisch bleiben, wir haben noch das Finale vor uns. Und es wird erst beendet, wenn es beendet ist. Und auch dann wird erst richtig genossen. Ich freue mich drauf, aber ich schwöre es euch, ich freue mich darauf nicht so sehr, wie ihr vielleicht denkt. Die ganze Anspannung, die ist immer noch präsent. Ich muss runterkommen. Bisschen. Ich habe jetzt noch wirklich viele Stunden Zeit, das Ganze zu reflektieren, abzulegen, keinem die Schuld dafür geben, außer mir selbst. Ne, das ist immer der Verantwortliche für alles, ist man immer selbst. Jede Organisation hat man selbst getätigt. Deswegen entspannen. Okay,
die schmecken gut. Ich habe lange keine Pommes mehr gegessen. Oh nein. Der ist krass gut. Ich habe mir schon was Kleines gekauft für später. In Prag gibt es Cinnabon. Wer wusste das? Ist ja krank. Habe ich mir auf jeden Fall schon mal eine kleine große Zimtrolle für später geklärt, weil der Laden relativ früh schließt. Jedenfalls ist es jetzt 14.07 Uhr und um ungefähr 15 Uhr bin ich wieder im Hilton Hotel und dort gehe ich dann zu dem Potan-Chef, der dann die nächsten Farbschichten organisiert. Hoffentlich klappt dann alles. Aktuell fühle ich mich ein bisschen gezwiespalten, denn ich habe natürlich meine Ziele und meine Wünsche gehabt für diesen Wettkampf und habe ein bisschen reflektiert, habe auch mit meiner Freundin sehr, sehr viel drüber gesprochen. Und auf der einen Seite wägt man natürlich ab, okay, gut, woran hat es denn jetzt gelegen? Was ist das Problem gewesen? Und auf diesen Faktor zu kommen, ist schwierig, denn die Vorbereitung an sich war ein voller Erfolg und das darf man nicht schmälern, überhaupt nicht. Mein letzter Wettkampf zu diesem Wettkampf war eine richtige Formverbesserung. Jedoch finde ich das für mich persönlich immer schwierig. Ich habe von Warschau zu jetzt Ziele gehabt und das war eine bessere Farbe, auf jeden Fall eine bessere Farbe, eine bessere Form und eine Präsentation, die sich auch sehen lässt, mit ein bisschen mehr Spaß. Ein paar Dinge davon gingen. Ich hatte wirklich Spaß. Ich hab die Leute im Publikum gesehen, ich konnte meine Posen machen, hatte richtig Bock drauf. Und wenn die meinen Namen aufgerufen haben, habe ich gesagt, ja Mann, jetzt geht's los. Ja, das wird vielleicht mit jedem Mal besser und besser, aber ich habe wirklich nichts daran zu bereuen. Gar nichts. Und dann gibt es da so einen Faktor, wie zum Beispiel die Farbe. Und ich glaube, wäre die Farbe optimal gewesen, wäre ich gar nicht in so einer schlechten Mut. Denn so die einfachen Dinge, die muss man hinkriegen. Das sind so Basics, die müssen sitzen und wie gesagt, ich kritisiere da auch nicht Protan. Vielleicht sah das auch in diesem Moment einfach dunkel aus und meine Haut schluckte das. Aber ihr müsst euch vorstellen, ihr geht alles so intensiv durch, 16 Wochen harte Diät und die ganzen Emotionen kommen dann raus und man denkt sich einfach nur, Mann, ich weiß, die Top 3 oder die Top 5, die dort jetzt in Prag ist, die ist wirklich steinhart. Also ich muss wirklich sagen, ich habe nie gesagt, ich bin perfekt. Ich wusste nicht mal, wie ich neben Profis aussehe. Jetzt weiß ich, rein muskulär, Ästhetik, das ist kein Problem. Dieses Feedback, was ich kriege und dieses Wort Potenzial, das nervt mich schon. Ich möchte nicht mehr Potenzial-Aldin sein, sondern Abliefer-Aldin. Also seht das nicht falsch, ich bin wirklich zufrieden mit der Leistung, aber ich muss es irgendwann schaffen abzuliefern und das Finale hat nochmal jetzt die Chance für mich, zumindest die Farbe hinzukriegen. Übrigens, mein Bruder hat den Livestream für mich so ein bisschen aufgezeichnet, habe ich ihn gerade gebeten, dass er mir das schicken kann. Habe ich kurz rüber geschaut, war ich ein bisschen gespannt, die Qualität war jetzt nicht so doll, dass ich sehen konnte, wie ich aussehe, aber die Kommentatoren dieses Jahr waren ja Fuad Abiyat und Melissa Bumstead, die Schwester von Chris Bumstead, und Fuad und Melissa haben ein paar echt schöne Dinge auch über mich gesagt. See, if you look at for those people watching, like, you know, you guys coming up, if you look at Alden on the far left, his structure is beautiful and his physique is really nice. He's just so dry that it's hurting him. Back double bicep. If you look at Reyes in the middle there, third from the left, his oil and color is good and it just makes him look that much better. Das hat mich wirklich sehr geehrt. Vor allem, weil ich weiß, dass diese Meinung, die sie haben, komplett von einer ganz anderen Kontinent kommt und ich mit denen ja nichts zu tun habe und das Feedback auch genau das widerspiegelt, was ich ebenfalls fühle, und zwar dieses Farbding und Glanzding, aber auch der Vergleich zu den anderen, weil ich kann mich gar nicht so gut bewerten, wenn ich die Bilder sehe, wenn eben der Glanz nicht genauso gut ist wie bei den anderen. Es motiviert mich auch, sowas zu hören. Also echt schön, echt schön. Der Fuad hat mir auch gestern nochmal geschrieben, hat auch gestern mal ein paar Fragen gestellt zum Thema Bodybuilding und über mich und sowas. Also ist auch echt schön, dass man sowas mal abkriegt. Mal eine andere Seite. Niemand hat jemals mehr als 3 Schichten gebraucht. Und dann kam ich. Ich habe gerade eben einen Kommentar auf Rip One gesehen. Da hat jemand geschrieben,
der Bollyboy, den kenne ich noch von früheren Zeiten, der hat geschrieben, wie kann man Aldin mit so einer Farbe überhaupt rausschicken. Mir hat niemand gesagt, dass ich zu hell bin. Ich dachte mir, bucht man Service, ist man auf der sicheren Seite. Also ich habe gemacht, was ich machen konnte. An der Stelle weiß ich auch nicht, was man mehr machen kann. Jetzt habe ich, glaube ich, 4,5 Schichten drauf. Also die Dame ist zweimal rüber. Touch-up gibt es hinter der Bühne. Ich habe nochmal nachgefragt. Beim ersten Mal wurde mir zugesagt, dass da jemand hinten steht. Stand keiner. Und jetzt mal gucken. Also wirklich, was Farbe angeht, da kann ich mir selber nichts mehr vorhalten. Alles getan. So sieht es jetzt aus. Das ist die Farbe, wie sie ist. Das soll sie jetzt sein. Dunkel. Die Form wird jetzt durch die Verdauung immer Stücken für Stücken besser. Es ist sehr, sehr kalt hier, aber ich traue mich gar nicht, meine Hose anzuziehen. Aber auf jeden Fall dunkel. Wenn ich hier irgendwo einen Spruch kriege wegen meiner Farbe, ich raste komplett aus. Leute, ich bin hier der Leidtragende. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, macht das Licht ein bisschen dunkler oder was? Mann, ey, wirklich, die Kommentare, du brauchst ein bisschen mehr Farbe. Danke, Sherlock. Danke. Again, one of the guys I was looking for today, but seems to have missed it just a little bit. See, I love the structure. Like, he's just completely balanced, great waistline, like really good lats from the front. Mm-hmm. Everything is fit together perfectly. He just needs to be a little bit harder, and somebody needs to get some glaze on him. He looks a bit harder than this morning to me. Yeah, I think he tightened up. You're right. But again, nobody put any glaze on him. And you can't, it's like, remember how different Reagan looked when he wiped off his tan with the glaze? Yeah. I wonder what this guy would look like with a little bit better prep. Like, but I mean, then you see the glutes and he still looks like he's holding a little bit of water there. And the skin on his legs is not thin enough, so there could be a little bit more dieting that has to go. I still feel like his skin's a little thick. Like, he looks still a couple weeks out to me, but yeah, you're right. The structure is just, it's crazy to me. It's really crazy how lean you have to get to look like what players do on stage. I think it's something that, like, you don't really understand until you achieve it, and you're like, oh my god, I feel like I'm literally fatless right now. Yeah, I think there's a pain barrier that you have to go through that I don't think everybody wants to go through or needs to be forced to go through to get to it. Neunter Platz. Aber ein Platz besser als wohl. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab Spaß gehabt. Die Routine hat Spaß gemacht. Die Zuschauer haben Spaß gemacht. Die Judges haben Spaß gemacht. Ich habe auch in der Reaktion der Judges gesehen, dass die Farbe diesmal ein bisschen besser war. Der Glanz war ein bisschen besser. War ich hell? Also ich glaube, ich bin einfach nur zu spät gewesen. Aber wir reden gleich. Das war schon eine lange Pause, die war gut für mich, muskulär. Aber jetzt sind die Muskeln da. Jetzt muss man die Muskeln verwandeln in was zum Präsentieren. Und dafür habe ich Zeit. Schaut euch die Rap One Videos an. Vielen Dank an Matze für deine Hilfe hier auf dem Wettkampf. Immer gerne. Matze war echt ein riesen Support für mich, weil für mich ist das alles Neuland. Ich bin noch grün hinter den Ohren, sagt man das so? Ja. Und Matze hat mir dabei echt viel geholfen. Also fetten Support, vielen Dank. GSN, vielen Dank Matze, vielen Dank Rebond. Immer gerne. Danke dir. Lass es euch schmecken. Danke. 16 Wochen Diät sind um. Ich habe echt Spaß gehabt. Es war die schönste Bühnenerfahrung meines Lebens. Und das mit dem 9. Platz war echt schön. Ich habe mir einfach gesagt, weißt du was? Du kannst es eh nicht ändern. Und genau so war es auch. Ich habe ja Vollgas gegeben und dachte mir einfach, ey, ganz ehrlich, ist nicht perfekt, sind 70%, 60%, machen wir 100% draus, die ich zumindest reinstecke, und jetzt haben wir es, Ergebnis ist da, ändern kann man es nicht mehr. Willkommen zurück im wunderschönen Stuttgart, Baden-Württemberg, Ludwigsburg, wo auch immer. Ein schöner Blumenstrauß,
für meine Freundin. In unserer Abwesenheit hat mein Bruder und seine Freundin quasi einen Blumenstrauß organisiert als Dankeschön für meine Freundin, die natürlich diese Prep mindestens genauso hart überstanden hat wie ich. Jeder, der schon mal eine Prep durch hatte, der weiß ganz genau, dass beide leiden. Ja? Und sie hat auch die ganze Zeit gefilmt, alles geschnitten, dann alles am selben Tag hochgeladen, war auf jeden Fall eine riesen Unterstützung. Der Wettkampf ist geschafft und so langsam bin ich echt angekommen. Es ist echt krass, wie viel Stress und Druck von den Schultern fällt nach so einer ganzen Vorbereitung, nach den ganzen Zielsetzungen, die man hatte. Man muss Niederlagen akzeptieren können und in meinem Fall war sie auch notwendig, um zu verstehen, wo ich stehe, was ich mache und wohin der Weg mich führt. Alles in allem war das ein sehr, sehr guter Wettkampf, ein sehr erfolgreicher Wettkampf, eine sehr erfolgreiche Vorbereitung auch mit Manu, dem ich an dieser Stelle auch wirklich danken möchte. Und jeder, der irgendwie versucht, eine Prep, die mal nicht lief, auf den Coach zu übertragen, Leute, das ist absoluter Blödsinn, ja, in diesem Fall. Also, wer auch immer was gegen Manu sagt, hat keine Ahnung. Ganz einfach, da stehe ich komplett hinter ihm. Danke an ESN, danke an Vaju für die Unterstützung für diesen Wettkampf. Das ist sehr, sehr viel wert für mich. Ist mir auch sehr wichtig gewesen und natürlich am Ende danke euch allen. Ohne euch geht das Ganze eh nicht so leicht. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für alles und wir sehen uns dann auch schon bald im nächsten Video. Denn wir machen ja weiter mit YouTube, wir hören ja nicht auf. Die Ziele gehen weiter und packen was an. I do it again. Add it up, add it up.